Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Alien Isolation mit mir, dem Phil. Ah, Friedhof der Hirudoin, wa? Kranke Scheiße. Einfach nur ein Android, der hat auch keine Augen mehr. Was geht hier ab? Nur Droiden übereinander? What the fuck? Okay. Ich glaube, wir schalten jetzt. Da stand A, ich muss D drücken. Läuft. Mal wieder. Ist das jetzt ein. Ach, stimmt das. War das jetzt ein Generator? Oder was ist gerade. Egal. Irgendwas hat das jetzt gemacht. Vielleicht eine Tür auf oder so. Fuck, man, hier ist echt alles verreckt. Krass. Und ich frage mich, ob das schon meine Aufgabe hier ist, was ich gerade mache. Oder ob ich das einfach mache, weil ich sehe. Hier kann man sich verstecken. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Handelsvertreter des Bette, kommen Sie mit mir mit. Bitte was? Oh, Alter, ich dachte, jetzt stehen alle auf. Oh, das. Mann! Hör auf, du Scheiß. Du. Komm, ja. So, jetzt haben wir keine Elektroschocker mehr, leider. Ach, können wir die craften? Nein. Shit. Ja, super. Oh, ich dachte, jetzt steht der ganze Haufen auf oder so. Mal neue Batterien rein. Wo müssen wir denn lang? Ach so, wir sollen einfach nur Samuels finden, ne? Ja gut. Da ist ein Terminal. Hier ist noch ein Generator. Oh Gott. Ich hätte mich umschauen sollen, wo man sich verstecken kann vorher. Ja. Kommt keiner? Hm. Danke. Oh, da stand einer, aber so ein eingefrorener schon wieder. Spedding, ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen Sie an. Die an. Russell. Ach so. Wir müssen die ganzen formatieren und dann ein neues Programm raufspielen oder eine neue Programmierung, sage ich jetzt einfach mal. Audio. Leitender Sixten-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden und zwar zackig. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an Sie rangehen. Okay. Ich denke mal, ausschalten ist das einzig logische, wa? Oh. Mensch, wir haben einen Schuss gefunden. Nice, läuft bei uns. Hä? Huch, wieso sind die jetzt zu? Womit könnte man sich verteidigen? Mit nix. Gut. Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend. Hey! Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Sixen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Läuft. Samuels ist ein badass Motherfucker, oder was? Alles klar. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Finden Sie Samuels, ja, das haben wir. Krass.
Krass. Oh Gott, ey. Leuchtfackeln, man wird hier übelst vollgeschmissen mit Leuchtfackeln. Oh Gott, das heißt doch nichts Gutes hier, dieser Gang. Ganz ehrlich. Wollen wir denn Leuchtfackeln? Wenn wir schon so viele finden, dann nehme ich jetzt so eine. Ja, warum nicht? Nur bisschen bunt machen hier. Und jetzt aufs Terminal zugreifen und verrecken. Locker easy. Privat. Pläne für heute Abend. Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Ach so, ja. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen, das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Okay. Nee, hier. Letzte Chance. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hueys verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Oh, sehr freundlich. Freigegeben. Termine im Ausstellungsraum. Termin für Aufführungen. Null Termine. Sixen-Mitarbeiter, Rezeption Suzanne. Die ist tot und die liegt neben uns. Vorgesetzter Leiter des Synthetenverbindungsbüros Spedding. Aha. Tja, Suzanne. War wohl nix. Waren keine Vorführmodelle oder... Oder was geht ab? Fuck, man. Überhaupt nicht gruselig, echt. Oh! Wieso entkommen? Wieso müsst... Wieso sollte ich entkommen müssen? Das klingt nämlich so nach... Hä? Tür verschlossen, ja. Ach so, warte mal. Ach, klar, in dem Text stand doch, an seinem Pult ist die Tür, hier der Knopf. Hier nicht. Hier nicht. Huch. Auf Terminal zugreifen. Suche. Er hat doch gesagt, an seinem Tisch. Nochmal gucken. Oder kann ich das jetzt erst freigeben, oder? Nochmal gucken. Pläne. Du musst dich in den Ordner begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. An meinem Schreibtisch. Schreibtisch? Drucker? Abriegelungsschalter? Das ist eine Lampe. Das ist noch eine Lampe. Das ist das Terminal. Vielleicht bin ich auch blind. Das kann natürlich auch sein, aber Nuxa. Warte mal, ist das ein... Doch, das ist hier kein Schreibtisch. Das ist eine Bar. Hä?
Ganz ehrlich. Entkommen Sie aus dem... Huch. Ja, ich kann jetzt hier wieder rausgehen, aber da ist ja die versperrte Tür. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Habe ich wieder was verpasst? Ich hoffe, ihr seid genauso blind wie ich. Ich kann jetzt natürlich echt wieder zurück, aber irgendwie ist das auch stumpf. Aber das wäre ja das Entkomme aus. Ja, dann komme ich jetzt, gehe ich halt hier raus. Mir egal. Vielleicht stimmt's ja auch. Vielleicht sollen wir echt einfach zurück. Aber Questmarkierung zeigt nicht da lang. So, bin entkommen. War's falsch? Ach Mann! Es war so klar, aber hä? Wehe, das Spiel ist jetzt echt buggy. Und wir kommen da nicht weiter, weil buggy. Ja. Batterien rein. So, und wir können mal einen Medic nehmen. Medic! Medic! So, ganz ehrlich, hier, Tür zu. Da. Warum? Weil Miss Suzanne hier, Susan, den Knopf betätigt hat, am Pult. Ja, okay. Sag mir, wo ist der Knopf? Wo? Wo? Nope. 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 Auf der Seite nicht. Lo-om. An meinem Pult, Mama. Sie haben keinen Termin. Bitte? 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 Wohin? War das richtig? Oh. Shit. 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 Meine Verkabelung. Oh Gott. Also, Gasumleitung. Oh, nice. Alter. Meint ihr, die kommen durchs Feuer durch? Ja. Weiß ich nicht. Medikit. EMP-Mine, Taschenlampen. Was? Revolvermoon, was? Jetzt werden wir aber, jetzt gönnen wir uns, oder was? Was ist hier? EMP-Mine? Ach, das stand auch in diesem Log. Der hat gesagt, wer war denn das? Keine Ahnung wer. Dass er hier mit Waffen und allem im Raum ist. Molly. Molly. Speicherstation. Fuck, man. Hier noch mehr Medikit, EMP-Mine. Alles. Und speichern vor allem. Ganz wichtig. So. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Boah. Mal sehen, was wir mit den ganzen Waffen jetzt hier machen sollen, wa? Außer töten. Ne? Ist ja logisch. Schauen wir uns in der nächsten Folge mal das Terminal an. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis morgen. Tschüss.